Holst du denn danach nochmal rot ja, oder gelb? Ja, nochmal rot. Ich habe ja immer ganz crazy Sachen, ne? Hier. Bin jetzt wieder dran an den ganzen Typen. Hab schon wieder abgekürzt, aber er gibt mir keine Verwarnung. Ich mach das nicht mit Absicht, lenk einfach zu früh ein, weil ich dumm bin. Ich weiß nicht warum. Boah, ich bin zusammen mit Ricardo in einer Kurve. Der macht gerade echt voll viel Stress. Verwarnung, der ist hinten mir raufgefahren, nicht? Der ich hinten rauf. Toll, ich bin Platz 3, nicht mehr Platz 4. Ja, du hackst. Gleich so, oh, ich bin Platz 1, hab gar nichts gemacht, lol. Upsi. Bestimmt ein Bug, ja. Ja, ja. In F1 immer. 3 Sekunden Strafe hast du auch noch, ne? Ja, 3 Sekunden Strafe habe ich, ja. Ich glaube, die Leute sind stolz auf mich. Wir gehen nämlich jetzt so langsam in Folge 2 über. Und ich bin noch nicht raus. Alter. Ich jinx es gerade ein bisschen, aber ist mir so egal. Und was dann mit der ETS-Planung? Das ist eigentlich scheiße. Ja, kommt einfach Freitag. Ja, dann jetzt schnell gegen die Wand. Kommt einfach Freitag ETS. Der Wagen hinter dir. Dann Samstag, Sonntag Formel 1 und dann Montag wieder ETS. Das wäre auch krass. Hier ist irgendwo gelbe Flagge, wo ich bin. Jetzt gleich so, oh, Platz 1. Ja. Hamilton aus der Session ausgeschlossen. Ja! Das ist so gut für mich, das heißt, ich kann ihn noch überholen. Lol. Ich bin auf Platz 2, jetzt nur noch Vettel vor mir. Lol, sowas hat er mir noch nie gesagt. Für mich. Er hat mir gerade gesagt, hey, pass mal auf, da vor dir ist ein Unfall, nicht überholen. Das hat er mir noch nie gesagt. Ey, das ist ja so krass. Neue Sätze Vettel hier, ist das ist direkt krass. Vor mir. Ich bin auf Platz 2, er ist auf Platz 1. Das heißt, rein theoretisch, das vielleicht gar nicht. Also, ich könnte auch noch einen Boxenstopp machen, weil dann hätte ich auch wieder bessere Reifen, hätte die gleiche Chance. Kann auch wieder mal nach vorne. Also, je nachdem, was ich tatsächlich denke, ja, aber die Reifen halten. Wenn du halt durchfährst und die halten würden, dann wäre es halt noch tausendmal sicherer. Ja. Dann kannst du auch gerne langsamer fahren, dann ist es halt trotzdem, genau, ja, trotzdem gut. Aber egal, was passiert, ich habe wirklich hier reelle Chancen, was zu machen. Egal, welche Taktik ich fahre. Ich habe da tatsächlich jetzt zwar noch einen kleinen Nachteil in dem aktuellen Stint quasi. Was für ein Stint? Stint. Also quasi den Reifensatz, den wir jetzt gerade fahren. Da bin ich jetzt natürlich mit, dadurch, dass ich zwei Reifenmischungen härter fahre, bin ich natürlich mit langsameren Reifen unterwegs als die. Also habe ich im direkten Duell natürlich. Energie ist zum Ausgeben. Nachteil. Lol, ich bin Platz 1. Das ist so ein Prank. Du verarschst mich die ganze Zeit hier. Mein Idiot. Gleich so ein Lol, ich bin Platz 0,5. Ist ja so lustig, Mikkel. Ne, ich werde gleich überholt. Ja, genau. Wie 23% hat mein schlechtester Reifen und jetzt noch die Hälfte der Renndistanz und ich bin ja erst auf Runde 3 gewechselt. Also kann ich durchfahren. Ohne Probleme. Ich hätte auch Bock durchzufahren auf Gelb. Also war es eine gute Entscheidung, auf Weiß zu gehen. Rot-Gelb würde ich gern durchfahren. Kannst du ja versuchen. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Ist ein bisschen dumm, aber ist egal. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich meine, du kannst ja auch einfach, wenn du jetzt gegen die Wand fährst, bist du ja auch quasi durchgefahren mit den Reifen. Ja, ich fahre einfach außerhalb der Strecke gerade. Unerlaubtes Überholen, was? Ja, überhol mich doch wieder zurück, du Arsch. 3 Sekunden Strafe. Leck mich. Also ich bin gespannt, wann die jetzt hinter mir dann mal so an die Box gehen, weil dann ist erst so Entspannung bei mir. Ey, das finde ich so machen immer noch so viel Druck, dieser Ricardo. Das finde ich so dreist, dass die mir dafür eine Strafe gegeben haben,
Das ist so lächerlich. Nee. Ja, ich habe auch nur eine. Oh Gott. Mama, Maria, Jesus, Gott. Alle haben sie gerade dafür gesorgt, dass ich nicht gestorben bin. Lol. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Du Irrer. Ich hatte so einen krassen Schalenker. Wirklich, hätten wir nicht diesen krassen Racing Point, der angeblich so schnell auf der Geraden ist, hätte ich richtig Probleme. Ja, das ist so gut, dass man da so schnell auf den Geraden ist. Ja, Mann, zieh vorbei. Auf welchem Platz bist du? Weiß ich noch nicht. Vielleicht gleich auch in den Punkten. Echt? Komm, 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 das wäre mal was Neues. Scheiße! Ich dachte, oh Gott, nein! Richtiger Fahrer. Oh, ja. Mei. Ich hab's noch gerettet. Alles gut. Du wolltest doch. Ist nur eine Verwarnung. Ja, jetzt sehe ich die Punkte. Jawohl, Platz 10, Mann. Und mir immer sagen so, Jan, ich bin schon, du musst doch vorsichtiger fahren. Ne, das Ding war, ich habe Platz 11 überholt und Platz 10 war Russell und ich war so viel schneller auf der Geraden und kam so nah ran, dass ich gedacht habe, ey, den musst du eigentlich noch mitnehmen. Aber die Gerade wurde halt immer kürzer und dann habe ich in der Kurve ein bisschen spät gebremst, bin dann nach außen gekommen. Dann war er wieder innen, dann waren wir quasi nebeneinander und ich hatte richtig Schiss, aber ich habe es dann trotzdem behauptet und ja. Führe jetzt quasi diesen Mob hier an von Leuten. Alter, okay, da weiß ich jetzt, dass ich da aufpassen muss. Schon wieder irgendwas? Ja, in der gleichen Kurve einen Schalenker gehabt. Da trägst du mich mit meinem Hinterrad, mit meinem Heck raus, wenn ich da die. Mehr oder weniger erste Kurve direkt. In der ersten Kurve, wenn ich da zu früh aufs Gas gehe, meine Hinterräder haben jetzt schon über 30%. Er sagt mir auch schon, dass ich vorsichtig sein soll, weil der Grip nachlässt und ich merke das auch schon mega, dass mein Grip nachlässt. Also nach den ersten 2-3 Runden waren die weißen Reifen echt nicht schlecht, aber jetzt sind sie häselig, sagst du? Jetzt sind sie häselig, ja. Und das, obwohl sie halt so 20-30% nur haben, aber ich merke, ich bin halt viel, viel langsamer jetzt. Alter, was hat der gerochen? Gerochen, oder? Der ist mir einfach fast hinten drauf gefahren, das war so close. Er will mich überholen. Also. Arschloch. Nee. Entweder fahre ich jetzt vorsichtiger. Nein. Hallo, ich werd. Digga! Er hat mich einfach. Er hat mich in der Kurve geschoben. WTF macht die KI. Was macht die KI, Alter? Ich raste komplett aus. Alter, Ricardo geht immer noch nicht an die Box. Nee, jetzt reicht's. Nee, okay, das ist nicht einfach. Die erste Kurve, sondern die zweite Kurve, weil man da ja irgendwie nicht angeblich so grün durchfahren kann, aber das kann ich mit den Reifen nicht. Okay, alles klar. Scheiße, meine Pedale rutschen. Auch. Also, wobei gerade eigentlich nicht, aber. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,5 Sekunden. Ey, wann geht der Bob denn mal? Ja, es dauert noch ein bisschen, auch bei mir. Der geht wahrscheinlich zum gleichen Boxenstopp-Fenster oder zum ähnlichen. Das ja, aber das Ding ist, zwei, der ist rot-rot und der muss auch gelb holen. Ja, ist egal, in ein, zwei Runden macht er das. Ich muss meine Pedale ranrutschen, aber ich krieg's nicht hin. Ah, ich krieg's nicht hin, meine Pedale ranzuziehen, das ist so ein Abfuck. Jetzt schon durch zwei Sektoren eine Sekunde ist einfach Gas loslassen und dann ja, habe ich natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber ist egal, dafür sind die Pedale wieder da. Ja, ist schon mal nicht schlecht, wenn die Pedalen da sind. Ja. Boah, ich bin so weiß aufgeregt. Ja nicht. Bin immer noch so ein bisschen so im Hinterkopf am struggeln.
ob ich tatsächlich so durchfahren will oder ob ich mir... Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich Reifenwechsel mache und dann alle anderen ihr Reifenwechsel auch dann am Ende gemacht haben, dann bin ich wahrscheinlich, oder sogar würde ich sagen, ziemlich sicher hinter Vettel. Ich muss meine Reifen auf jeden Fall jetzt wechseln. Weil ich merke, dass es echt scheiße ist. Merkst du auch. Also ich habe selbst auf Gelb auch nicht so viel Prozent, aber das kannst du vergessen. Ja, man merkt schon deutlich, dass man langsamer ist dadurch. Langsamer, der Grip absolut am Limit. Alter, die sind alle in der Box. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Wenn ich jetzt Fahrer hinter mir sagen könnte, dann würde er sagen, Mieke, let's play. Nein, würde er nicht, aber... Hey, Gasly. Alte Mediums, okay. Fuck, Alter, das ist doch scheiße. Wenn ich jetzt durchfahren könnte, hätte ich echt einen guten Platz, aber wenn ich jetzt in die Box gehe, meine Box dauert immer relativ lange. Das ist echt nicht geil. Die Batterie ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Stell mir nochmal rote Reifen ein, damit ich irgendwie vielleicht in ein, zwei Runden nochmal an die Box gehen kann. Weil ich weiß gar nicht, wie lange kann man mit roten Reifen fahren? 10. Also ich gehe jetzt und dann ist es schon ziemlich am Limit für die roten. Ja, vielleicht gehe ich in Runde 20 nochmal an die Box und hole mir auch rote, aber... Verstappen ist übrigens vor mir. Bin Platz 7, er ist Platz 6. Aber ich gehe jetzt in die Box, dann bin ich wahrscheinlich wieder sau weit hinten. Ich weiß nicht, ob Punkte möglich sind. Also es gibt noch welche, die auch noch an die Box. Aber wie gesagt, selbst wenn Punkte möglich sind, es bringt halt absolut nichts. Nur, dass ich echt mal stolz auf mich wäre, dass ich endlich mal wieder durchfahren könnte. Wir ja, werden es aber erst sehen. Was bringt halt was? Meine. Klar, ich meine. Wir werden sehen, ob es überhaupt dazu kommt. So, bin an der Box. Hier darf man auch nur 80 fahren. Das ist auch, ja, wobei ist ja normal, aber sehr langsam hier fühlt sich das gerade an. Und die ist sehr lang, die Box. So. Los, fahr jetzt! Ich habe mit roten Reifen natürlich jetzt eine der besten Reifen dann. Die meisten haben jetzt gelb. Keine Boxenstops mehr geplant. Egal welche Strategie, die meisten haben jetzt gelb. Und ich komme auf Platz 12 raus. Platz 12, die Platz 11 ist relativ weit von mir entfernt. Ich sammle jetzt ein bisschen ERS und dann attackiere ich nochmal ein paar Runden. Okay, ich mach's tatsächlich. In Runde 20 gehe ich nochmal an die Box. Okay. Du bist Platz 1, ne? Ich bin Platz 1, ja. Deutlicher Abstand sehe ich da auch gerade. Ja. Naja, aber ja, ja. Die meine Verfolger, meine echten richtigen Verfolger, die waren ja natürlich schon alle in der Box. Dann sind jetzt auf gelben Reifen unterwegs und deswegen hoffe ich, dass ich dadurch dann gleich einen Vorteil habe mit roten Reifen. Könnte sein, dass ich dann irgendwie auf Platz 2 oder 3 oder so zurückfalle. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Also Vettel war vor mir, als er an den Box gekommen ist und... Echt? Ja. Okay. Ja gut, dann kann es schon sein. Und die anderen, Ricardo und Verstappen, waren direkt hinter mir. Naja, und wollten gut, mich schon die ganze Zeit überholen. Und ich bin ja jetzt auch nicht schnell gefahren mit meinen weißen Reifen, weißt du? Ja, ja gut, das stimmt schon. Naja, wir werden es sehen. Den glaube ich so Platz 2 oder Platz 3 oder dann so. Dann musst du halt nochmal echt attackieren. Aber was... denke ich auch möglich ist, würde ich mal behaupten. Also wenn ich so weitermache, wird es noch was mit den Punkten. Weil ich attackiere gerade nicht so stark. Ich probiere natürlich gut zu fahren, aber gerade kein ERS an. Standard Benzin. Und fahre gar nicht so schlecht. Ey, ich bin echt gespannt. Ricardo ist jetzt auf Platz 2. Aber ich kann leider selber gerade nicht fragen, auf was für ein Platz, wie viele Sekunden hinter der
jetzt tatsächlich ist, aber der hat halt, wie gesagt, gelbe Reifen, die dann auch ein paar Runden schon älter sind und so. ...17 Sekunden ist er angeblich hinter mir, das heißt... Sieht schon sehr weit aus, wollte ich auch schon sagen. Ja, aber 17 Sekunden, das heißt, der Boxstopp braucht 20 so ungefähr. 20, 21 oder so? Ungefähr, ja. Also das heißt, er wird auf jeden Fall vor mir sein. So, ich bin jetzt an der Box. Weißt du denn, ob noch jemand geht? Nee, geht keiner mehr. Es wird schon schwierig, auch für mich jetzt noch. Also ich glaube, ich komme auf Platz 2 raus. Doch, es geht noch einer. Vor mir, ja, perfekt, Kubica ist weg. Bin ich Platz 11. Ja, also ich nee, bin doch, Platz 10 bin ich schon, ich bin in den Punkten. Platz 9, nice one. Punkte sind da, Platz 9 bin ich. Nice. Und ich kann theoretisch jetzt attackieren. Werde ich auch machen. Kann mir natürlich den Tod kosten, aber mit fast, plus 1,5 habe ich. Plus 1,5 Benzin kann ich jetzt nochmal auf Fett fahren, auf jeden Fall. Ja, plus 0,67. ERS auf jeden Fall auch noch reinballern. Da starte ich jetzt gleich einen Angriff auf Ricardo. Den lege ich mir jetzt vor in der nächsten Runde und dann übernächste Runde oder so kann ich ihn vielleicht schon attackieren. Mal gucken. Ja, ich mache das jetzt mit Gasly auch. Wir haben dann ein bisschen die größeren Abstände leider dann zu Bottas und wer auch immer da noch ist. Wir müssen ja auch erstmal richtig eingefahren sein. Aber man merkt so krass heftig den Unterschied. Ja, ja, finde ich auch. Also schon zu gelb war schon wieder ein deutlicher Unterschied. Wobei ich immer noch die Bestzeit habe, ne, mit Gelb. Was auch lustig ist. Boah, musste stark bremsen, das war nicht so geil. So, jetzt hänge ich schon langsam am Arsch von Ricardo. Ich denke, auf der Geraden wird's bei Gasly was. Da sind wir ja auch schneller als bei Red Bull. Alter, das war so knapp, ich wäre ihm fast drauf gefahren. Okay, du bist in den Top 10. Ja, ein Sektor, das war aber. Ja, komm, wenn ich jetzt die Kurve hier nicht verkacke, die mache ich dann normalerweise, wenn ich hinterher fahre, echt schlecht. Boah, den habe ich mir so gut vorgelegt. Zu früh schon vorgelegt, kacke. Ich habe bei Gasly auch ein paar Probleme, ich muss jetzt langsam machen. Aber auch noch dranbleiben, das ist halt echt schwierig. Dranbleiben für die Gerade und trotzdem langsam. So, ich bin. Komm jetzt, gerade. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Gasly, du gehörst mir. Und Alter, jetzt direkt der holt mich zurück. Direkt weiter, weg von Alter, Gasly. Alter, immer dieser ekelhafte weiter. Zweite Sektor. Oh, Kontakt mit Ricardo. Ach fuck, ich muss ja immer noch die 3 Sekunden rausfahren. Und ich auch, scheiße. Stimmt, gut, dass du es gesagt hast. Dann bringt es mir gar nichts mehr, jetzt noch einen zu überholen. Muss ich eher gucken, dass ich wegkomme hier vom Gasly. Das ist natürlich bitter jetzt auch für dich. Aktuell wäre ich vielleicht noch nicht mehr Platz 1, weiß ich gerade gar nicht genau, wie weit Verstappen weg ist. Weil doch, das sollte 3 Sekunden weg sein. Ja, wir haben nicht mehr so viele Runden, das ist auch das Ding. Ist dein FIFA-Update eigentlich schon fertig? Kannst du mal nachgucken? Kann ich nicht nachgucken. Gleich so, yo, noch 30 Minuten. Alter. Als ob. Der erste Sektor war rot bei mir, ne? Ich habe nur zweiten und dritten lila gefahren. Ich hatte lila, grün, grün gerade. Ich hatte rot, lila, lila und habe trotzdem eine schnelle Runde. Was ist da denn los? Und gleich mache ich ja nochmal lila, 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 Alter. Ich
1,9 Sekunden habe ich bis jetzt rausgefahren. Mann, wenn ich immer so gefahren wäre, dann wäre ich jetzt vorne mit dabei. Ja, ist schon nervig. Also den ersten Sektor habe ich rot, mal gucken, was der zweite Sektor ist. War glaube ich auch nicht so gut, der wird auch rot sein. Vor allem, weil ich gerade keinen Windschatten hatte. Der erste war lila, ja, der zweite wird aber nicht gut, weil ich habe keine ERS mehr. Und Bottas ist jetzt vor mir. Ja, ich auch nicht, aber auch Standard und Niedrig ist gerade eingestellt. Wir brauchen wieder Energie, reduziere den ERS-Einsatz. Auf Verstappen habe ich 5... Scheiße. 5 Sekunden, also aktuell bin ich nur Platz 2. Ich habe zweiten auch lila wieder gefahren. Aber das ist ja richtig scheiße. Jetzt geht nichts mehr. Nee, jetzt ist vorbei. Die dritte, den kann ich nicht mehr packen. Den dritten Sektor. Der wird richtig schlecht. Ein dritter Sektor war, glaube ich, ganz okay. Bottas wird, ja, hält mich gerade auf. Hast du einen dritten lila? Nee, grün, aber... Boah. Die anderen waren aber gerade rot bei mir. Vor langen Geraden gucke ich jetzt gleich nochmal, wie es mit dem Abstand ausschaut. 15,8 Sekunden. Grün, 15 Sekunden Sektor. Bin ich von dir entfernt, sagt er mir. Auf welchem Platz bist du? 8. Ja, damit wäre, okay, ich auf jeden Fall zufrieden. Wenn das so bleiben würde, ich könnte natürlich noch mehr reißen, wenn ich keine Strafe hätte. Oder nochmal 5 Runden mehr. Ich habe 5 Sekunden Abstand zu Platz 2. Perfekt. Also es darf jetzt nichts mehr passieren, aber... Sollte auch nicht. Guter Witz. Kann man nie wissen. Das stimmt auch wieder. Was passiert oder nicht. Guckt Leute, das ist genau das, was ich jetzt meinte, am Anfang zumindest. Ich bin die Strecke jetzt lang genug gefahren. Ich weiß ganz genau, wann welche Kurve kommt, wie ich einlenken muss, wann ich bremsen muss. Das läuft super. Aber wenn du erst am Ende des Rennens gut bist. Ja, deswegen, ich meine ja, wenn ich die alle so Test gefahren wäre, so eine halbe Stunde oder so, dann wäre ich natürlich Platz 1 jetzt komplett. Ne? Ja, du. Wenn man jedes wenigstens ein bisschen Test fährt, dann... Ja, das bringt schon wirklich ziemlich viel. Weil ich habe echt den Groove, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt raus. Also natürlich können auch da Fehler passieren. Und die KI, die spielt ja auch eine wichtige Rolle, weil die auch immer wieder Scheiße baut. Aber man muss schon echt sagen, dass die Kurven viel besser aussehen als im Qualifying oder so. Stell dir jetzt mal vor, ich wäre nicht von Platz 20 gestartet. Das muss man ja auch noch sehen, dass ich von Platz 20 gestartet bin. Ja. Und dass wir beide einen Schaden hatten am Auto, aber auch sonst einen Schaden haben. Wenn das beides nicht wäre. Ja. Ich habe immer noch einen kleinen Schaden. Am Auto. Weiß ich. Am Auto habe ich echt noch einen kleinen. Aber das. So, ja, lächerlich. Weil du drin sitzt. Das ist der Schaden. Arschloch, Alter. So, jetzt bin ich Platz 7, hab Bottas gerade überholt. Aber da werde ich die Zeit nicht rausfahren können. Theoretisch könnte ich jetzt noch bis auf Platz 4 kommen. Die sind nämlich alle direkt vor mir. Die würde ich noch packen, würde ich mal behaupten. Mach so, dass sie einen Unfall bauen, dann hast du den Abstand. Ja, genau. Aber... Okay, ein bisschen verbremst. Das okay, verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Was heißt denn grün? Tot. Grün heißt ja, ich habe eine bessere Zeit als sonst, ne? Ja. Ja, aber wenn die Zeit doch lila war... Ja, dann habe ich in der Zwischenzeit schon mal da einen lila Sektor gehabt. Hast du in den zweiten Sektor nie einen lila Sektor, Alter. Oder ein Bot. Ja, wahrscheinlich. Das halte ich so für ein Gericht. Die Kamera ist gerade ausgegangen, Leute. Ich habe gerade keine Zeit, die wieder anzumachen. I'm very sorry. Er hat mir gesagt so, okay, du bist in den Top 10. Ja, Top 10, oder? Das hat er mir aber auch gesagt vorhin. Alter, Kürt backt sich um. Okay, das waren jetzt gerade absolut schlechte Kurven. Was macht Alter, ich brauche noch ungefähr 3-4 Runden oder so.
Dann würde ich's packen. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich kann sie jetzt überholen. Ich probiere es auch natürlich. Ich finde das ganz gut, dass nur noch zwei Runden zu fahren sind. Nee, ich halt echt nicht. Also zweieinhalb. Das war schlecht. Da fliegen Teile. Aber ist nicht so tragisch. Eine Teile? Ja. Ja, ist halt jetzt links orange, ne? Upsi. Ah, ich hasse das, wenn die gerade lang aussieht und dann doch nicht lang ist. Wenn man dann denkt so, ja, hab ich noch ein bisschen Zeit und dann merkt man so, Alter, die bremsen alle schon, scheiße. Ja, ja. Ja gut, das wird nichts. Also wie gesagt, da, als ich auf Platz 8 war, habe ich gesagt, damit bin ich zufrieden und ich denke, das reiche ich auch. Außer ich fliege jetzt raus, das sah nämlich ziemlich gefährlich aus. War ja schon so ein bisschen Halbgas, damit ich es nicht mehr versaue, so in den kritischen Kurven. Ich glaube, ich versaue es noch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, ich versaue es. Roter Frontflügel. Ich weiß nicht, welches Rennen war das? War das Mexiko? War es ich schaffe keine Punkte mehr. Rennen weiß ich, dass ich ziemlich lange noch im Spiel war und dann im Rennen. Ich schaffe, glaube ich, echt keine Punkte mehr. Ach, Mann. Relativ kurz vor Schluss dann erst rausgeflogen bin. Ich konnte mir beim Frontflügel da nicht besser in die Kurve gehen. Bin dann ein bisschen mit wer auch immer es war zusammengestoßen. Ärgerlich. Und dann gegen die Wand. Aber der Reifen ist nicht weg. Ja, ich bin extra ohne Spaß gerade drauf zugefahren. Ich habe extra noch mal ein bisschen eingelenkt, damit ich nicht krumm drauf zufahre, sondern gerade. Und so hat meine Taktik gewirkt und ich habe einfach einen roten Frontflügel. Es war auf jeden Fall vor allem in Hinsicht auf die Zeitstrafe, glaube ich, sehr gut, dass ich nochmal einen Reifenwechsel gemacht habe, weil ansonsten wäre es vielleicht so gekommen, dass ich wäre zwar vorne gewesen mit einem Scheiße, Abstand, aber ich kann Ende halt null bremsen. Noch aufgeholt und werden dann 3 Sekunden nochmal. Ja. Ich bin so über die Kurve drauf. Ja, jetzt ist vorbei. Aber ich bin trotzdem stolz auf mich. Das Rennen war trotzdem gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich habe ich es jetzt ein bisschen versaut. Ja, ne, das ist ja die gleiche Devise, die ich bei dir immer gebracht habe. Ne? Defensiv fahren, dann wird's besser. Habe ich nicht gemacht. Und ja, schade. Aber wenn nichts auf dem Spiel steht, dann kann man es ja auch riskieren, theoretisch. Ja, eben. Also für mich ging es ja um wirklich noch was, als du das gesagt hast. Ich hätte ja sogar noch zu dem Zeitpunkt Weltmeister werden können. Ein theoretisch war zwar sehr unwahrscheinlich da schon, aber so bin ich jetzt. Ich halte alle mega auf, Gas. Über die Linie fahre, wäre ich insgesamt Platz 2. Das ist krass. Ja, mich überholen alle jetzt. Jetzt Platz 11 sogar nur noch. Vettel auch hinter mir. Damit habe ich zwar immer noch keine einzige Weltmeisterschaft gewonnen, oder hat mich da einer gewonnen? Bin mir gar nicht sicher. Nicht. Bei Ferrari? Doch, bei Ferrari habe ich. Weiß ich gar nicht mehr. Bei Red Bull hast du auf jeden Fall gewonnen. Ja. Aber war es nicht sogar bei Ferrari noch so, dass wir irgendwie mit Controller und so gespielt haben? Du ja. Ich ja, ja genau. Und da habe ich, war ich glaube ich, Controller okay, ziemlich krass. Das war natürlich überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir heute ja, also wir sind natürlich sagen. Viel, viel besser und haben auch damals mit ganz anderen Einstellungen gespielt. Ich lass gerade noch ein bisschen meinen Frust yes. raus. Yes! Nice one. Nochmal, die letzten wow. beiden Rennen habe ich damit nochmal schön gewonnen. Ah, ich bin schon wieder raus. Ganz nochmal 3 Sekunden. Gutes,
nochmal einen Untersaisonabschluss. Ja, ich mach nochmal einen crazy Saisonabschluss. Die letzten zwei Runden sind so Chaos. Alle überholen mich, ich ramm alles weggefühlt, aber. Sehr gut. Das war auf Abu Dhabi ja letztes Jahr schon so. So, damit will ich jetzt eigentlich auf Platz 11 ins Ziel fahren. Das lasse ich mir, denke ich, nicht mehr nehmen. Boah, kann bring ich mir halt, ein Bild davon hier bring machen? Mir halt absolut Alter. Nichts. Ja, ich komme nicht auf Platz Alter. 11 rein. Oh, Alter! Führung. Oh, krasse Bilder. Was hat der denn vor, der Typ? Er hat mich einfach vor der Strecke geschoben. Ja, egal. Weil du so langsam warst. Bin du warst aber auch vor ihm ja, so ich weiß. Eingelenkt. Upsi. Ja, das war's. Ich bin zu Ende gefahren und der Großteil des Rennens war auch echt gut. Oh, das bin ich. Ich bin zufrieden mit meinem letzten Rennen. Frag mich, was mit dem Sebastian passiert ist. Ja, der war bei mir. Den habe ich doch gerade weggerammt, hä? Ja, ja, schon, aber der war ja auch eine ziemliche Zeit lang auf Platz 1. Ja, einmal Box, Rennen. Fertig. Boah, mir ist echt warm gerade auch wieder. Formel 1 ist einfach so anstrengend. Ja. Bin ich letzter eigentlich? Ich kann es nicht sehen, du hast die Session verlassen, ich kann nichts mehr drücken. Ich hab die Session nicht verlassen, aber ich guck runter. Nee, du bist auf Platz 6. Ich kann nichts mehr drücken. Perfekt. Ja, also das war der Abschluss. Wir schauen jetzt natürlich nochmal auf die Abschlusstabelle. Ja, ich nicht. Danke. Ja, schaut bei Jan vorbei, ne? Ja, das hatte ich auch schon mal, das irgendwie. Ich kann nichts drücken. Da steht, Jan hat die Session verlassen. Und ich kann nichts drücken. Also jetzt bin ich ja schon raus, aber... Okay, also Max Verstappen hat natürlich gewonnen. Das war schon klar. Ich bin auf Platz 2 mit 233 Punkten, mit 13 Punkten vor Hamilton. Und du bist auf Platz 8 geblieben. Du hättest... Ich weiß nicht, hat Bottas Punkte bekommen gerade? Weiß ich nicht. Aber du hättest, glaube ich, theoretisch noch Platz 7 erreichen können. Und genauso hättest du auch von Kimi Räikkönen Platz 9 noch überholt werden können. Also du hattest genauso wie ich vorher... Es tut uns leid. Ihr Spiel ist abgestürzt. GZ. Nice. Ja, ich hab's geschafft, den Platz zu gewinnen. Du hast es geschafft, den Platz ja. zu halten. Also, wir bedanken uns und sehen uns dann irgendwie... Über vorgestern. So wieder. Und ansonsten bei anderen Videos natürlich auch. Ja. Kanälen. Haut rein. Ciao. Ciao.